ついにジークを見つけたん、うん、久しぶりだし、もうす…Wo soll das Besagte denn liegen? Ah, doch hier. Ziemlich gut versteckt. Mensch, wie komme ich da ran? Okay.
So, das hatten wir auch. Ja, wie soll ich denn da dran kommen? Die haben teilweise Vorstellungen. Warte mal, schauen wir mal. Gibt es beim Simulacra irgendein Mädchen, das klein ist? こっちこっち。ご命令をどうか見守っていてください。俺がいないと。スタンバイ完了。俺がこれし。ちょっとした子供騙しだね。 Tatsächlich ist es so, dass man nicht mit jedem Charakter überall rankommt. Lustig. Abigail. むしろ前よりもいつだったか。
hier muss ich wirklich mit dem Gleiter rüber. Über mir ist nichts, dann kann es nur unter mir sein. Mensch, komm mal. Ich hasse es, hier auf Bäume zu klettern. Gott sei Dank. Es gibt so viele Schätze. Was drunter sein. Aber wo?
Der Stadt schon weiter drunter. Das hätten wir auch. Ach liebe Güte, müsst ihr jetzt ganz bis nach oben. Da ist noch was in der Luft. Okay, aber zumindest haben wir hier ein paar gute Sachen gesammelt bekommen. Das sind überhaupt zwei verschiedene Kisten. Verstärkung, Modul, Truhe 1, Bus. Verstärkungsmodul, Truhe 3. Verwandelt das Ziel kurzzeitig in Kicks. Spezial Y. Okay. Sind wir mit der Forschung etwas vorangekommen.
ich muss von denen eine Lebenskraft, muss ich 30 haben. Und 8 und 10 Tickets. Das habe ich ja. Geschenkgutschein. Dann kann ich mir. Das ist mit dem Level abhängig. Von 71 bis 100 kann ich die Kiste bekommen. Was ich unbedingt sowieso brauche. Was ich auch schauen wollte, ist mal bei. Wo haben wir es denn? Nicht Relikte. Lager. Ja, die will ich definitiv wieder kaufen. Upgrades sind immer gut, das hier brauche ich auch. Aber viel Stück. Interessant finde ich, mein Gleiter weiter ausbauen. Ja, mache ich auch. Da will ich zuerst das hier. Nächstes Upgrade. Freischalten verringert erlittenen physischen Schaden um 1,5% Effektfaktor ohne Einsatz in der Apex Liga nicht verfügbar. Jo. Speichert bis zu 3 Ladungen. Das ist richtig geil. Die letzte. Jetpack fertig habe, wird der Handschuh fertig gemacht. Und dann werden alle anderen Sachen nacheinander genommen. Die Sache, die ich halt brauche, wie zum Beispiel seltsamer Würfel, Omnium, Handkanone, das sind Sachen, die ich auch noch brauche. Aber sonst die anderen Sachen brauche ich nicht wirklich. Zum größten Teil. Thank you.
denn hier für Achenfeld drauf? Gibt's nichts zu verbessern. So, das ist gut. Fehlt es mir noch. Was ist das hier? Nach der Verwandlung verdoppelt sich die Chance auf SR-Ausrüstung oder SSR. Also sobald den nächsten drei Mal von Lebenskraft fällt, das Öffnen einer gemeinsamen Operationstruhe verwendet wird. Ah, okay. Habe ich noch nie verwendet. Gut. Jetzt mit der Geschichte. Ich denke aber, ich werde jetzt aufhören, weil ich morgen früh schon wieder sehr früh unterwegs bin. Wir haben uns jetzt hier nicht erreicht mit Kapitel 14, dass wir es abschließen. Wir sind da 50%. Die Hälfte haben wir abgeschlossen. Ist mal gut. Wir haben ja auch viele andere Sachen noch gemacht wieder. Was ja wie immer sehr viel Ablenkung mit drin ist. Aber gut, ist jetzt nicht dramatisch, finde ich jetzt nicht schlimm, dass wir jetzt nur 50% gemacht haben anstelle mehr. Darum haben wir auch etwas mehr Map-Entdeckung gemacht. Wir haben noch ein paar Sachen gesammelt. Haben wir auch schon. Hier können wir eigentlich noch zwei kriegen. Wir versuchen halt als Prioritätsaufgabe irgendwie diese 80 Rotkerne nochmal zu sammeln. Ich bin mit der Ausbeute von heute sehr zufrieden. Wir kommen auf 21 Stück. Sind noch 59 Stück zu sammeln. Ist noch etwas zu sammeln. Von den Dunkelkristallen her bekamen wir auch wieder einen guten Batzen dazu. Sind wir bei 3870. Das sind unterm Schnitt 20, dann noch 24, ja, 25. Ja, ah, kann man sagen, noch dreimal, oder? Also fast 26 kann man sagen. 26 könnte ich über die Dunkelkristalle nehmen. Da wären wir quasi auf
47. Hätten wir rein theoretisch die Hälfte bereits. Aber gut, wir haben ja noch etwas Zeit. Ziel ist es, dass wir noch weiter die Story fertig machen. Wenn wir die Story mal durchschauen, werden die Nebenaufgaben bearbeitet, damit wir auch Stufe 100 schneller entgegenkommen. Mit der Story vorankommen, damit wir die Sammeljagd weiter bearbeiten können. Wir haben ja nur noch 6 Aufgaben zu erledigen. Ist sehr gut möglich, die abzuschließen. Andersweilig müssen wir nur hier die Sachen noch alle machen. Aber das auch Stück für Stück. Wir müssen noch zweimal die Aktualisierung machen. Und wir müssen noch hierauf spielen. Wir haben fast die Hälfte erreicht. Müssten klappen, dass wir noch die letzte Medaille gewinnen. Hier ist es auch wichtig, dass wir uns Eva noch weiter ausbauen. Wenn Zeit übrig bleibt, dann würde ich auch hier noch weitermachen. Weil trotzdem kriegen wir hier als Belohnung den Skin für unser Fahrzeug. Und ich glaube, wir müssen 100 Mal das Teil haben, kann das sein? Ah nein, nur 40 Mal, das geht. Aber gut, ich glaube, ich kriege nur eine pro Runde. Das sind aber 35 Runden, die wir machen müssen. Je nachdem. Kann man nicht sehen, was... was diese Matrize kann. Nicht. Ist da überhaupt alles im Pool? Ja, cool, hoffe ich nicht zu bekommen. Homer oder Samira will ich auch nicht. Sio will ich auf keinen Fall. Shiro, okay. King ist nicht mein Favorit, aber wäre auch für mich noch okay. Iceland, also die Zupasa, ja, wieso nicht? Meryl hatte ich auf dem chinesischen Server, aber Ming Jing, also Sieg, würde ich sehr gerne haben. Weil einfach seine Waffe auch in mein Team absolut passt. Erhöht den physischen Umdreh um 50% und den physischen Widerstand um 25%. Wird durch Ausrüsten von zwei oder mehr physischen Waffen aktiviert.
Der Set-Effekt funktioniert auch im Leben. Hans Lott kann nicht mit anderen physischen Resonanz- oder Reaktionseffekten gestapelt werden, wobei physische Resonanz priorisiert wird. Flammenresonanz erhöht den Flammenangriff um 15% und den Flammenwiderstand um 25%. Wird durch Ausrüstung von zwei oder mehr Flammenwaffen aktiviert. Der Set funktioniert auch im Nebenhandslot. Er kann nicht mit anderen Flammenresonanz- oder Flammenreaktionen-Effekten gestapelt werden, wobei Flammenresonanz präsiert wird. Schildbruch, Distanzierung, Verwendung von bodenlos Schlucht wird bei getroffenen Zielen 30 Sekunden lang pro Sekunde Schaden in Höhe von 70% des physischen Angriffs, 1% der maximalen Lebens des Wanderers plus 36% der Summe aller Widerstandsarten des Wanderers plus 135% des Kritzschadens verursacht. Mehrfach Distanzierungsschaden wird nicht gestapelt und Schildbruchschaden zählt als Fähigkeitsschaden. Wenn ein Volt Flammenfrostwaffe ausgerüstet ist, wird der Schildbruchschaden um das 1,3-fache multipliziert. Außerdem wird der Schildbruchschaden nicht von Schadensbonus-Effekten beeinflusst, außer von den seltenen Werten von Titan-Ausrüstung und löst keinen zusätzlichen Angriffseffekt aus. Das ist richtig heftig. Da ich ja sowieso mein Charakter so aufgebaut habe, auf physischen Angriff plus halt mit sehr viel Verteidigung durch das AT-Feld plus nochmals durch meinen Healer, der auch ein physischer Damage-Dealer ist, wäre er eine richtige Ergänzung, weil er würde auch noch mal hierzu beitragen für Schildbruchfähigkeiten. Also ein Schildbrecher wäre schon nicht schlecht im Team zu haben. 1 Stern, immer wenn Verwunden verursacht wird, wird dem Ziel Verschlingungsschaden in Höhe von 50% des Angriffs zugefügt. Diesen Effekt kann nur einmal alle 0,5 Sekunden ausgelöst werden. Immer wenn die Entzündeneigenschaft der Waffe bei einem Ziel ausgelöst wird, das nicht verwundet ist, wird es für 7 Sekunden verwundet. Das ist auch geil. Der zweite Stern ist meistens Müll. Danach, nach dem Auslösen von mächtiger Wind, werden getroffene Ziele im Glieder der Schlangenkette verwandelt. Okay. Fünfter Stern, nach der Verwendung von bodenloser Schlucht wird der vom Wanderer erlittene Schaden für 30 Sekunden 10% verringert, 20% im Einzelspiel. Und der sechste, wenn ein Glied der Schlangenkette besteht, wird die Übertragungsrate des Übertragungsschadens um 50% erhöht worden. Das ist schon richtig heftig. Also für Flaschen-Damage wäre er eigentlich auch schon richtig geil. Also schon, er würde definitiv in mein Team passen. Gibt es eigentlich hier genau drin?
Ja, Nemesis wäre ich froh. Sakifuwa finde ich cool mit den zwei Schwertern. Ist aber Elektro, glaube ich. Ja. Nee, Eis. Das ist Elektroheilung. やるべきことが山積みね。やるべきことが山積みね。Der Skin für die finde ich richtig geil. Aber der ist auch absolut okay. Der Skin ist auch sehr schön.楽しい冒険の時間。危険を感じる。我に任せて、キングク様が。我に任せていい。我に任せていいですよ。我に任せていいですよ。Okay, der ist richtig schön. Gefällt mir. よく観察するように。剣よ、我が心を導きたまえ。剣よ、我が心を導きたまえ。Den Skin finde ich nicht schön. Der ist absolut okay. Aber der ruhige gefällt mir sehr. Plotty finde ich auch cooler Charakter. Finde ich jetzt nicht so cool. Und auch der hat was, aber der hier finde ich geil. So, für heute reicht es. Wir hören uns dann heute Abend. Wir sind ja schon nach 12. Also wünsche ich euch allen eine schöne Nacht und wir hören uns dann in ein paar Stunden wieder.